Guten Tag oder ich sag gleich mal guten Abend, liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal schönen Freitagabend und einen guten Start ins Wochenende, weil ja, nach den letzten 2, 3 Tagen, wo ich doch etwas länger gemacht habe und wie ihr schon wisst, brauche ich dann immer noch etwas länger, bis ich dann endlich einschlafe und dann kürzer geschlafen habe, weil das ein oder andere zu erledigen war, habe ich mir wieder mal genehmigt, ein bisschen mehr zu machen. Es sind heute mal fast 9 Stunden gewesen, die ich mal richtig geschlafen habe. Und von daher ist es ein bisschen später geworden. Ja, Wetter ist eh nicht so toll draußen. Und im Haus haben wir momentan alles, was wir brauchen. Ja, heute kommen wir zur 344. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 862. Geschichtsstunde insgesamt. Und wie immer vorher ein kurzer Rundumblick. Heute mal keine Drohung vom Herrn Söder oder sonst irgendjemanden über Corona. Aber der Herr Spahn hat wieder was von sich hören lassen. Und zwar Spahn, Impfung wird Monate dauern. Bundesgesundheitsminister Spahn veranschlagt für eine mögliche Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus mindestens ein halbes Jahr Zeit. Sobald genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, könne, und jetzt wird's interessant, in 6, 7 Monaten ein großer Teil derjenigen, die wollen, na, da sind wir mal gespannt, geimpft werden, sagte er dem Spiegel. Wenn ein Impfstoff verfügbar sein wird, ist weiter offen. Spahn sagte, dies sei Anfang nächsten Jahres möglich. Es könne Januar sein, vielleicht auch Februar oder sogar noch später. Ja, schaffen wir es noch so, dass man die Bundestagswahl unter Bedingungen machen können, wo man leicht bescheißen kann mit viel Briefwahl und so weiter. Ne? Das ist ja der Grund, dass man jetzt noch ein bisschen die Zeit gewinnen muss. Und ich bin mal gespannt, wir können uns noch gut erinnern, das kam, glaube ich, frühs in einem so einem Morgenjournal oder Morgenmagazin da auf ARD, ZDF, welcher Sender da gesendet hat, weiß ich nicht mehr genau. Da sagte er, da spannt das angeblich 50% schon ausreichen würden, die sich impfen lassen, damit das Virus geschlagen ist. Bin ich mal gespannt, ob man diese Zahl wieder verändert, genauso wie die Inzidenzzahlen, damit man schneller den Leuten Maßnahmen aufdrängen kann, die man dann von 50 auf 35 jetzt gesenkt hat, ne? Ja, gut, das nur dazu. Und dann haben wir noch verschärfte Einschränkungen in europäischen Ländern, Altmaier kündigt Hilfen für Tourismusbranche bis 2021 an. Bis dahin ist sowieso alles pleite. RKI meldet erneut mehr als 11.000. Ja, das wird ja getestet und getestet. Der Söder hat alle, die laufen können, die hat er beauftragt in Bayern und der Laschet in Nordrhein-Westfalen. Die machen jetzt so einen kleinen Wettkampf, wer dann Bundeskanzler wird, wer die meisten Tests gemacht hat, wird Bundeskanzlerkandidat. Sorgen ja dafür, dass da richtig getestet wird. Und Brandenburger Verfassungsgericht hat auch das Paritätsgesetz von dort oben, muss man sagen, rot, schwarz, grün, gekippt. Also auch dort und dort sogar diesmal 8:0. Aber trotzdem kriegen wir noch so Versuche. Ja, wir wollen trotzdem noch was Bundesverfassungsgericht, obwohl ich vorhin gehört habe, dass das eigentlich bei solchen Urteilen ausgeschlossen ist. Aber in diesem linkszionistischen Staat ist mittlerweile nichts mehr ausgeschlossen, was den Linkszionisten zum Machterhalt dient. Da werden alle Gesetze ausgehebelt. Da wird sogar die angebliche Verfassung, und daran sehen wir, dass es keine Verfassung ist, dieses Grundgesetz alle Nase lang geändert, so wie es diesen Linkszionisten passt, was sie alles da reinhaben möchten, wird ganz schnell geändert. Eine richtige Verfassung, das hat Grundlagen, die man nicht so leicht ändern kann, die maximal das Volk ändern kann und nicht eine kleine Mehrheit in einem Bundestag von 66%, weil das ist ja im Prinzip gar nichts, ne? Oder 67% sind immer 2/3, ne? Ja, dann haben wir US-Wahl, Trump und Biden debattieren. Also ich habe es mir angeschaut. Es ging ja so bis kurz vor 5. Es war nicht schlecht, aber daraus zu schließen werden und wer irgendwo was Punkte gemacht hat, ist immer so müßig. Wir kennen das von vor 4 Jahren. Da war ja auch Clinton in jeder Debatte vorn und am Ende hat sie trotzdem verloren. Eines war ich überrascht. Ich hatte das gedacht, oh Gottes Willen, eine Schwarze als Moderatorin. Da wird Trump bestimmt wieder ordentlich in der Redezeit beschnitten und benachteiligt. Aber ich war positiv überrascht. Sie war besser als diese Weiße von
Fox beim letzten Mal, den Trump laufend ins Wort gefallen ist und Herrn Biden reden hat lassen wie ein Buch. Also der hat es wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Und ja, für meine Begriffe hat sich wieder mal bestätigt, dass Biden Amerika zerstören wird und nicht nur Amerika, die ganze Welt. Dieser Mann ist ein Kriegstreiber. Dieser Mann wird sofort aufs Knöpfchen drücken, wenn sie ihn seine Hintermänner sagen. Also hoffen wir, dass diese angeblichen Umfragen, die da momentan laufen, nicht stimmen, sondern dass Trump das Ding wieder zieht. Also wer als jemand, der für Frieden und so weiter ist, für einen Biden ist, der zeigt, der hat sich endlich als Lügner entpuppt. Denn Biden ist ein Kriegstreiber hoch drei. Das waren die Demokraten schon immer. Das haben wir gesehen im Vietnamkrieg und das haben wir gesehen Irakkrieg und so weiter. Da waren die Demokraten immer fett dabei, der Herr Obama, ne, mit seinen Drohnengeschichten und so weiter. Ja, mit seinen Menschenrechtsverletzungen, wie man immer so schön sagt. Libyen, Konfliktparteien einigen sich laut UN auf der Waffenruhe. Polen, Protest in Warschau gegen Verschärfung der Abtreibung. Ja, solche Geschichten, wenn sowas protestiert wird, da gibt es kein Corona, die sind alle immun. Wenn es irgendwas ist, was dem linkszionistischen Ideologie in die Karten spielt, dann gibt es kein Corona, da dürfen die protestieren. Wieder mal israelische Luftangriffe auf Gazastreifen, natürlich angeblich wieder auf Raketenbeschuss, aber wir wissen ja, wie die Israelis es da unten schon seit über 70 Jahren treiben. Ja, dann haben wir EU-Klimagesetz, Umweltteileinigung, da wird wahrscheinlich wieder noch mehr kaputt gemacht von unserer Wirtschaft. Und das letzte Verfassungsschutz, da konnte ich wieder lachen. Islamistisch-terroristisches Potenzial liegt bei 2060 Personen, steht als Überschrift da. Guckt man rein, dann steht da aber ein bisschen was anderes. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schätzt das islamistisch-terroristische Potenzial in Deutschland einem Bericht zufolge auf derzeit 2060 Personen. Die Behörde gehe von bundesweit etwa 28.000 Islamisten aus. Ja, Herr Haldenwang, wer, ich würde sagen, treten Sie endlich zurück. Wie viele Leute haben schon wieder, seitdem Sie dieses Amt führen, ihr Leben verloren oder sind schwer verletzt worden durch Islamisten, durch Moslems, durch eingewanderte Afrikaner. Aber Sie machen dann, damit Ihre Zahlen stimmen, eine Teil einer ganzen Partei zu Rechtsextremisten, nur weil es Ihre linkszionistischen Steigbügelhalter Ihnen so suggerieren, Sie sind kein Verfassungsschützer, Sie sind im Gegenteil, Sie sind eine Gefahr, Sie sind die größte Gefahr für dieses Land, Herr Haldenwang, weil Sie diejenigen verfolgen, die hier nur friedlich leben wollen, während Sie Leute laufen, rumlaufen lassen, die schlimmsten Verbrecher sind. Wenn angebliche terroristische Vereinigung bei Rechtsextremen aufgetaucht werden. Was passiert dann? Werden sofort alle verhaftet, die kommen in den Knast und und. Dieser Herr, der da in Dresden wieder zwei Touristen überfallen hat, niedergestochen hat, wovon einer starb, der durfte wieder durch der Gegend rumlaufen. Da werden von unserem Steuergeld Hunderte von Beamten hinterhergeschickt, um ihn zu beobachten und dann tut er trotzdem irgendwann die Gelegenheit nutzen. Komischerweise werden diese Leute nicht nur per Verdacht irgendwo eingesteckt und durch konstruierte Indizien, die angeblich da sind, zu Terroristen gemacht. Die dürfen weiter in diesem Land frei rumlaufen. Da schon alleine an diesen Beispielen, an dieser Gegenüberstellung müsste jeder wissen, was hier läuft. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Linkszionisten mit Absicht diese Islamisten herumlaufen lassen, werden sie jeden, der sich gegen sie wehrt, sofort wegsperren, damit sie leichteres Spiel haben, um Deutsche abzustechen. Ne? Anders kann man das nicht mehr bewerten als normaler Bürger. Jemand, der nur eine Chatgruppe, die vielleicht sich aufregt über Rot und dann vielleicht mal aus der Laune heraus, aus der Bierlaune heraus sagt, die Alte müsste mal, ne, so, das ist dann sofort eine terroristische Gruppe, da kommt das SEK, kassiert alles von denen ein, die stecken sie in den Knast und machen draußen eine terroristische Gruppe, ne? Oder wenn sie auf der Straße mal sich gewehrt haben, weil irgend so ein Araber eine Frau angegangen ist und die schlagen mal zu, ne? Das ist eine terroristische Gruppe, die kriegen Strafen, die werden sofort weggesperrt. Aber solche echten, wirklichen Verbrecher, die wahrscheinlich schon tausende Leben auf dem, hunderte Leben auf dem Gewissen haben, als in ihren Heimatländern,
Die werden nur beobachtet, die dürfen weiter frei in unserem Land herumlaufen. Sollte sich mal jeder Namsang Gedanken über diesen angeblichen Verfassungsschutz und seine SED, Linke, SPD, SED und Grünen Auftraggeber machen und den genauso schon gefärbten CDU, CSU und FDP-Leuten, die da in diesen Ausschüssen sitzen, wo ja keiner von der AfD rein darf, weil die mal gucken würden, was da wirklich abgeht, ne? Ja. Und jetzt kommen wir zu den lustigen Zahlen wieder. Ich kann sie nur als lustige Zahlen benennen, weil jeder weiß, wie sie zustande kommen. Und trotzdem werden sie uns als Heiligtum der Maßnahmen verkauft. 11.242 sind es heute. Ich habe mich einmal vertippt, Entschuldigung, war auf die 7 gekommen. 11.242 positiv Getestete. Davon sind die wenigstens überhaupt, haben überhaupt was. Und nur ganz, ganz wenige sind vielleicht so krank, dass sie mal ins Krankenhaus müssen. Genauso wie das bei jeder Grippe ist. Die einen kriegen es schlimmer, die anderen weniger schlimm. Und die, die es schlimmer kriegen, die müssen stationär behandelt werden. Und dann gibt es die ganz schlimmen Fälle, die vielleicht sogar durch falsche Behandlung, wie der Vater, wie der Bruder, Sohn meines Vaters, seines Bruders, passiert ist, der falsch behandelt worden ist, damals in der Grippe, ist auch mit Mitte 40 gestorben, war noch zu DDR-Zeiten. Sowas passiert, ist immer passiert, bloß heute wird das dazu missbraucht, um ein Land in Geiselhaft zu nehmen. 11.242, heute haben wir 49, hat man viele, viele Busunfälle gefunden, wo jemand noch den Virus in sich trug. 49 Tote, minus 4.200 Genesene und da sind wir bei 6.993 positiv getesteten plus. Und dann haben wir jetzt, oh, die Zahl ist erreicht, 403.291, 403.291 positiv Getestete, nicht Infizierte. Davon ist vielleicht ein ganz, ganz kleiner Teil von vielleicht 10, 20% schwerer oder richtig erkrankt. Und ja, den Rest können wir uns sparen. Wir haben, ich habe es schon oft genug gesagt, minus 9.954, ja, mit denselben merkwürdigen PCR-Tests als kranke identifizierte Tote, die angeblich mit diesem Virus gestorben sind. Ja, mit kann ja sein, aber nicht durch. Und dann haben wir 310.200 Genesene, sodass wir jetzt bei 83.187 positiv getesteten, aktiv positiv getesteten sind, macht bei 83.166.170 Prozente 0,099, also jetzt haben wir 0,1, die 0 ist zumindest mal weg, aber ist noch lange weit entfernt von 1% der Bevölkerung. Und bei mir geht eine richtige Pandemie, eine richtige epidemiologische Lage, die irgendwelche Maßnahmen erfordert, vielleicht bei 5% los. 5, vielleicht sogar 10% könnte man sagen, ist eine Pandemie. Aber man hat ja die Regeln extra so geändert, damit man jetzt die Situation hat, die man haben wollte, dass man diktatorisch regieren kann, solange wie eine Regierung entscheidet, dass das notwendig ist. Nicht medizinisch und logisch und faktenbasiert, ob irgendwo eine Pandemie ist, sondern wenn eine Regierung sagt, wir haben jetzt eine Pandemie, da haben wir die, das müssen wir halt jetzt dann so akzeptieren. Ja gut, und jetzt kommen wir zur Geschichtsstunde, die gestrige 343. Und dann nehme ich kurz vorher, ich merke schon, ich habe schon ein bisschen trockenen Mund, dadurch, dass es mehr Heizungsluft wieder ist. Mit mir eine geschmeidige Zunge kriegen. Und einen Schluck Kaffee. Da haben wir, gestern gab es erstes 13. Oktober 1307, Philipp IV. Lässt Templer verfolgen, ja. Da ging es aber nicht darum, dass das böse Leute waren, sondern der Herr Philipp IV. Brauchte bloß Geld. So konnte er sie zu Ketzern erklären und hat sie dann alle meucheln lassen. Und dann war die Kohle, die die Tempelritter sich redlich verdient hatten in ihren Kämpfen fürs Christentum im Nahen Osten, waren seine. Und der Papst, den er sich als Marionette dahingesetzt hatte, dieser Clemens V. Mal gucken, finde ich ihn so schnell. Finden jetzt nicht so schnell, aber Clemens der Fünfte war es, glaube ich. Der hat nichts getan. Ne? Ja, 1309 Deutscher Orden in Preußen. Dann hat man 1309
Papst zieht nach Avignon. Ja, da haben wir einen Clemens der Fünfte war es. 1310 Hamburger erwerben Alster. Ja, so wie das dann vielen gehen wird, die jetzt mit Hilfen und Krediten leben müssen, damit sie überhaupt leben können. Da kommt dann, dass die Haie des zionistischen Finanz- und Wirtschaftssystems und kaufen für Apfel und Ei dann diese ganzen Firmen und Selbstständigen auf, weil sie nicht mehr über die Runden kommen, weil sie ihre Kredite nicht bezahlen können, die Hilfen nichts genutzt haben. Ja, und damals haben das die genauso gemacht. Der Graf Adolf der Sechste von Schauenburg und Holstein, der brauchte Kohle und hat dann die Alster so Stück für Stück verkauft oder das letzte Stück. Seine Vorfahren hatten es schon damit angefangen. 1310, Regenbogen entzaubert, das war Dietrich von Freiberg, der so das Mystische rausgenommen hat, sondern auf das Faktische heruntergebrochen hat, dass es einfach nur eine Brechung des Lichts in Wassertropfen ist. Dann hat man den 16. Oktober 1311, Konzil gegen in Anführungszeichen Ketzer, Anführungszeichen Ende. Das war das dann mit den Templern, damit man an denen ihre Kohle kam. Fokus, zwei Päpste, eine Kirche, der Weg nach Avignon und zurück. Dann hat man 1311 Altarbild in Siena geweiht. Das war die Majesta, entworfen oder ja, gemalt von Duccio di Buoninsegna. Dann hat man 1312 König Musa regiert das Reich Mali und 1313 Mönch erfindet Schusswaffe. Das war der Mönch Berthold Schwarz. Und deswegen nennt man das dann jahrelang, oh, jetzt fällt es wieder runter, jahrelang Schwarzpulver. Ja, und heute geht's weiter mit dem 24. Juni 1314. Schotten besiegen Engländer. Die Schotten unter König Robert dem Ersten Bruce fügen dem von König Edward dem Zweiten geführten englischen Heer eine vernichtende Niederlage zu und gewinnen ihre Unabhängigkeit zurück. Der adlige Robert Bruce war 1306 gegen die Thronbestrebungen des englischen Königs Edward dem Ersten von den Schotten zum König erhoben worden. Im Kampf um die Autonomie seines Landes kann er mehrere englische Festungen einnehmen, bis England schließlich im Juni 1314 zum Kampf um den letzten Stützpunkt auf schottischem Boden antritt. Eduard der Zweite, Sohn des kriegerischen Eduard dem Ersten, bietet bei Bannockburn einen südlich von Stirling liegenden Sumpfgebiet ein den gegnerischen Truppen zahlenmäßig hoch überlegenes Heer auf. 2000 Mann Kavallerie und 15.000 berittene Krieger stehen 6.000 schwer bewaffneten schottischen Kriegern gegenüber. Der schottische Herrscher greift daraufhin zu einer List und präpariert das Gelände vor seinen Stellungen mit einer Reihe von Gräben, die den Engländern zur Falle werden. Im Morgengrauen locken die Schotten ihre Gegner in den Hinterhalt. Einmal in die Falle hineingestolpert, werden die meisten von ihnen von schottischen Pikenträgern getötet. Das Heer Edwards des Zweiten verliert etwa 10.000 Mann. Dem König gelingt die Flucht, aber viele englische Soldaten geraten in schottische Kriegsgefangenschaft. Obwohl England Bruce nicht als Herrscher auf dem schottischen Thron anerkennt, muss es schließlich dessen Königtum akzeptieren und 1328 im Vertrag von Northampton die Unabhängigkeit Schottlands garantieren. Der verlustreiche Kleinkrieg an der gemeinsamen Grenze geht jedoch weiter. Edward der Zweite erleidet nach der Schlacht ein tragisches Schicksal. Er gerät zwischen die Fronten des Machtkampfs zwischen dem englischen Adel und dem von den Commons dominierten Parlament. Gemeinsam mit ihrem Geliebten Roger Mortimer zettelt Edwards Frau Isabella von Frankreich eine Verschwörung an. Edward wird 1325 festgenommen, im Jahr darauf vom Parlament abgesetzt und 1327 ermordet. Robert der Erste Bruce versucht nach dem Sieg bei Bannockburn Irland zu einem Bündnis gegen England zu bewegen. Und da haben wir das Bild dazu. In der Schlacht bei Bannockburn besiegen die Truppen des schottischen Königs Robert des Ersten Bruce
Das von Edward II. Von England befehligte Heer, in Klammern aus der Holkham Bilderbibel um 1330. Ja, da haben sie in die Gräben stolpern lassen, die Schotten, die Engländer. Und da traf diesmal mal das Sprichwort nicht zu. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Hier fielen tatsächlich die Engländer hinein. Und am Ende, wie wir gesehen erfahren konnten, kostete es dem englischen König den Kopf. Ja, mal schauen, habe ich eins hier, ja. Bisschen hier wegmachen. Und weiter geht's mit 1314. Eine Randbemerkung. Das christliche Reich von Dongola im heutigen Sudan wird von den ägyptischen Mameluken erobert und islamisiert. Das seit 543 bestehende Reich hatte sich bislang durch geschickte Verträge und durch die Zusage freien Pilgerverkehrs von der Arabisierung freihalten können. Ja, das denken wir ja auch. Ne? Wir könnten den Islam bekehren. Ne? Die werden uns was scheißen. Also auch damals wieder ein christliches Land, ganz schnell islamisiert worden, nachdem die Herrscher dort zu feige waren, gegen sie vorzugehen, sondern versucht haben, mit Verträgen ihre Kultur zu bewahren. Weiter geht's. 1314. Jetzt was ganz Interessantes. London. Fußballspielen verboten. Und das in London. Damit die Kaufleute nicht die Läden herunterlassen und die Bürger nicht die Fenster verbarrikadieren müssen, erlässt der Bürgermeister von London das Verbot von Fußballspielen. Zitat. In Anbetracht dessen, dass großer Aufruhr in der Stadt entsteht, während bestimmter Umtriebe, die von großen Fußbällen auf öffentlichen Plätzen in Szene gesetzt werden, woraus viele Übel entstehen können, befehlen und verbieten wir unter Androhung von Gefängnisstrafe, solche Spiele hinfort innerhalb der Stadt durchzuführen. Zitat Ende. Das Fußballspiel, das noch fast keine Regeln kennt und zumeist zwischen benachbarten Dörfern ausgetragen wird, gilt in England als zwar belustigend, aber sittenwidrig. Bemängelt wird, dass das Spiel Gewalt und Bosheit, in Anführungszeichen manchmal Mord und Totschlag, Anführungszeichen Ende, fördere. Da ging es noch richtig zu auf den Fußballplätzen. Ja, damals gab es auch keine Quoten und da hat man auch keine Politpropaganda draus gemacht gegen Rassismus und was so alles den Linkszionisten in den Kram passt. Da hätte man wahrscheinlich diejenigen erschlagen, die die eigenen Leute aus einem Verein ausschmeißen wollten, nur damit andere hinein durften. Aber das ist leider in dem heutigen Fußball, der nichts mehr mit Sport zu tun hat, was wir gerade jetzt in dieser Zeit erleben können, gang und gäbe. Und deswegen, ich war jahrelang, das wird jeder, der mich kennt, wissen, richtiger Fußballirrer. Ich habe kaum ein Spiel verpasst. Ich habe Urlaub genommen, wenn Fußball-Weltmeisterschaften waren, Europameisterschaften. Habe jahrelang selber Schiedsrichter gemacht. Aber diese Propagandashow, die gegen unsere Souveränität gerichtet ist, die uns jedes Mal als den Bösen hinstellt, wenn wir sagen, wir möchten mal wieder eine deutsche Fußballmannschaft haben und keine Bund-Bund-Bund-Mannschaft und dann ein Hyänengeschrei gemacht wird, wenn das mal jemand sagt, den brauche ich nicht, den könnte selber spielen und wer dafür sein Geld als Deutscher hergibt, der bezahlt nur seinen eigenen Untergang. Tut mir leid, sollen die Leute lieber auf einen kleinen Fußballplatz gehen, wo ihr Dorfverein spielt, wo vielleicht noch 11 Deutsche auf dem Platz stehen, da feuert man den Rechten an und gibt den 1 Euro in der Kasse, damit ihr überleben könnt. Ja, da haben wir noch ein Bild dazu. Straßenfußball im Mittelalter. In Klammern Illustration von Amadé Forestier aus, in Anführungszeichen, The Book of Football, Anführungszeichen Ende, 1906. Nein, das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Dieser Fußball, so wie jetzt gespielt wird, der wird über kurz oder lang tot sein. Ja. Wir sehen es da jetzt, wir brauchen gar keine Zuschauer. Es geht also, Hauptsache das Geld fließt weiter. Nee.
Das ist nicht der Fußball, für den ich mich einst begeistert habe, als ich 1978 die erste Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien gesehen hatte und seitdem halt alles verfolgt habe, was ging. Nee, das hat nichts mehr damit zu tun. Die repräsentieren nicht mich, weil eine Nationalmannschaft soll ja mich als Volk repräsentieren. Da muss ich mich mit identifizieren können. Aber Nationalmannschaften, wo man immer weniger einheimische Namen findet, nur damit man integrieren kann und mit Geld, ist ja im Prinzip auch nichts anderes als mit Geld, ja, immer wieder die vernachlässigte Nachwuchsarbeit kaschieren können, den brauche ich nicht. Ja, aber das soll es gewesen sein. Machen wir weiter. 19.-20. Oktober 1314. Thronstreit der deutschen Könige. Als die Fürsten sich nach dem Tode Heinrichs des Siebten nicht auf einen Nachfolger einigen können, kommt es zu einer Doppelwahl. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden der Wittelsbacher Herzog Ludwig von Bayern und der habsburgische Herzog Friedrich der Schöne zu deutschen Königen gewählt. Auseinandersetzungen um die Herrschaft sind die Folge. Ludwig kann mit den Stimmen von Mainz, Trier, Böhmen, Brandenburg und Sachsen-Lauenburg die Mehrheit der Kurfürsten auf sich vereinen. Doch das Mehrheitsprinzip ist bei der Wahl noch nicht verbindlich. Der Thronstreit kann nur durch Waffengewalt entschieden werden. Lange Kämpfe zwischen Ludwig und Friedrich führen erst 1322 zur Entscheidung. In der Schlacht bei Mühldorf am Inn trägt der Wittelsbacher den Sieg davon und wird als Ludwig IV. Der Bayer 1328 zum Kaiser gekrönt. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Ludwig IV. Der Bayer kann sich schließlich im Kampf um den Königsthron in Deutschland gegen seinen Rivalen Friedrich den Schönen durchsetzen. In Klammern Glasmalerei in München, erste Hälfte 17. Jahrhundert. Ja, das war schon wahrscheinlich noch ein anderer Deutscher als, als unser Markus heute. Ne? Der hätte den Teufel getan, Deutsche zu verfolgen, um Moslems und Afrikaner in Bayern anzusiedeln. Ja. Ludwig der Bayer. Hat nichts mit Markus Söder zu tun. Hier sind vollkommen gegensätzliche Pole. Weiter geht's mit dem 15. November 1315. Schlacht am Morgarten. Am Vormittag des 15. November besiegen die vereinten Schwyzer und Urner Truppen des Ritterheers des Herzogs Leopold I. von Österreich. In dem unwegsamen Gelände am Morgarten sind die schwer gepanzerten Ritter den beweglichen Eidgenossen, die eine unritterliche Kampftaktik verfolgen, nicht gewachsen. Es sind rund 3000 Mann, die entlang dem Egerisee auf Morgarten zu marschieren. Unter ihnen 500 Ritter. Neben dem habsburgischen Ministerialadel haben auch mit Habsburg verbündete Städte Abordnungen entsandt. Im Heer sind Kämpfer aus Luzern, Zug, Winterthur und 50 Mann aus Zürich. Geführt von den Rittern bewegt sich der mehrere Kilometer lange Zug langsam auf schmalen und unwegsamen Pfaden. Auf der linken Seite steigt das Gelände steil an. Auf der rechten liegt ein ausgedehntes Sumpfgebiet. Barrikaden zwingen die Angreifer, den Weg nach Schafstätten einzuschlagen. In einem Hohlweg treffen sie auf die rund 900 Schwyzer und 300 Urner, die diesen Abschnitt verteidigen. Unter Pfeil- und Steinhagel sowie dem Klang der Schlachthörner stürzen sich Schwyzer und Urner mit Streitäxten und ihren gefürchteten Hellebarden auf die habsburgischen Ritter. Mehr als 1500 Tote bleiben auf dem Schlachtfeld zurück. Die Eidgenossen verlieren angeblich nur 12 Männer. 3 Wochen später kommen die Vertreter der Urkantone in Brunnen zusammen, um ihren Bund zu erneuern und zu ergänzen.
Die Urkunde ist erstmals in deutscher Sprache abgefasst. Ja, da sieht man, wenn man es richtig macht, kann sogar eine kleine Zahl eine Übermacht schlagen, aber nur, wenn man unverbrüchlich zusammenhält und sich nicht auseinanderdividieren lässt von seinem Gegner. Ja, wie es ja leider momentan in diesem Lande immer wieder der Fall ist. Oh, ihr dürft nicht zusammen demonstrieren. Das ist ein Rechter, das ist ein Linker, das ist ein Extremer, das ist der, der, der. Ja, nicht zusammen demonstrieren. Ja, und dann werden aus den 1000 10 Gruppen mit 100 und da haben dann die 10.000, die der Staat schickt, natürlich leichtes Spiel. Weiter geht's mit einem Bild. In der schweizerischen Landschaft Morgarten treffen die eidgenössischen Truppen auf die des Habsburger Herzogs Leopold I. In Klammern kolorierte Federzeichnung aus der in Anführungszeichen Berner Chronik, Anführungszeichen Ende von B. Schachtlan 1470. Ja, aber wie wir ja wissen, in den letzten Volksabstimmungen kann man das deutlich erkennen. Die Schweizer sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, die Eidgenossen. Da ist auch dieser Zusammenhalt durch diese linkszionistische Ideologie der Multikulturisierung schon äußerst, äußerst am Ende angekommen. Leider, leider. Die einzigen, die fest zusammenhalten, das sind Afrikaner und die Moslems und die Europäer tun sich schön gegeneinander auseinanderdividieren lassen von Kommunisten, Sozialisten und Zionisten. Weiter geht's mit 1316. Litauen wird Großreich. Großfürst Gedymin übernimmt die Herrschaft in Litauen und beginnt eine langjährige Expansion des Landes in die Gebiete der Ostslawen. So wird er zum eigentlichen Begründer des litauischen Großreichs. Das litauische Reich war nach einer Zeit der Wirren bereits unter Gedymins Vorgänger Witenz wieder vereint worden. Gedymin gelingt es nun, sein Territorium bis ans Schwarze Meer auszudehnen. Der zum Deutschen Orden gehörende Schwertbrüderorden wird im Zuge dieses Waffengangs zurückgedrängt. 1322/23 erhebt Gedymin Vilnius, in Klammern auch Wilna genannt, Klammer zu, zur Hauptstadt seines Reichs. Und dann, bevor es weitergeht, noch ein Schluck Milch. Ein Schluck Kaffee. Und damit sind wir um 1320. Musik wird mehrstimmig. In der Lehrschrift, in Anführungszeichen, Ars Nova, Anführungszeichen Ende, beschreibt der Pariser Musiktheoretiker Philippe de Vitry die jüngsten kompositorischen Entwicklungen und grenzt zugleich die neue Kunst gegenüber der nachträglich als in Anführungszeichen Ars Antiqua, Anführungszeichen Ende bezeichneten Musik des 13. Jahrhunderts ab. Die Kirche versucht erfolglos, die Neuerung zu unterdrücken. Die Entwicklung mehrstimmiger Kirchenmusik hatte bereits zuvor begonnen. Ihr ältestes Zeugnis ist das Traktat, in Anführungszeichen Musica Enchiriadis, Anführungszeichen Ende, aus dem 9. Jahrhundert, in der unter anderem das sogenannte Organum beschrieben wird, bei dem der Melodiestimme eine zweite Stimme hinzugefügt wird. Im Quartorganum und im sogenannten neuen Organum gewinnt die Vox Organalis ab dem Ende des 11. Jahrhunderts ein Eigenleben. Die Intervalle wechseln stärker, die Begleitung kann in Gegenbewegungen geführt werden. Stimmkreuzungen sind zulässig. Am Zeilenende kann die zweite Stimme Melismen, in Klammern auf einer Silbe gesungene Tonfolgen, Klammer zu, ausführen, die in der Hauptstimme fehlen. Um diese Zeit entsteht auch die eigentliche Komponistentätigkeit, durch die das Musikstück schriftlich fixiert wird, bevor es erklingt. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts wird die Benediktinerabtei St. Martial in Limoges zu einem der wichtigsten Zentren mehrstimmiger Kirchenmusik.
100 Jahre später wird in der Kathedrale von Notre-Dame die Zweistimmigkeit erstmals zur Drei- und Vierstimmigkeit erweitert. Voraussetzung ist die Erweiterung der Notenschrift. Die als Ars Nova bezeichnete Epoche nutzt die Möglichkeiten der Mensuralnotation, der neuen Form der Notenschrift. Es entstehen rhythmisch differenziertere Kompositionen, betont wird die Gleichwertigkeit von Dreier- und Zweierrhythmen. In der Bulle in Anführungszeichen Docta Sanctorum Anführungszeichen Ende verbietet Johannes der 22. 1322 die neue Satztechnik. Die Folge ist eine Abtrennung der Kirchenmusik von der allgemeinen Musikentwicklung, was die Kirche so alles verboten hat, ne? Ja, weiter geht's mit einem Bild dazu. In Anführungszeichen, Frohlichen, so well wir schier singen, Anführungszeichen Ende. Liedblatt zu dem Werk des spätmittelalterlichen Lyrikers und Komponisten Oswald von Wolkenstein, in Klammern nach 1377. So sah das aus. Ja, ist genauso wie heute. Alles, was nicht in das ideologische Konzept von Linkszionisten passt, das wird verboten. Das ist Ketzertum. Das ist Verschwörungstheorie. Nur das, was die für richtig halten, ist Gesetz und muss gemacht werden. Obwohl es offensichtlicher nicht sein kann als in der heutigen Zeit, dass fast alles unnatürlich ist, was die als richtig anerkennen wollen. Weiter geht's mit 1320, einer Randbemerkung. König Ludwig IV. Der Bayer sichert sich die Mark Brandenburg, die zur Stütze der Hausmacht der Wittelsbacher wird. Und nochmal 1320 eine Randbemerkung. In Indien stürzt Ghizyasuddin Tughlaq, Gouverneur des Pandschab, die Kalchi-Dynastie und begründet seine Herrschaft im Sultanat von Delhi. Und dann sind wir beim 20. Januar 1320. Fürst Wladislaw vereint Polen. Der Herzog von Kujawien, Fürst Wladislaw I. Lokitek, in Klammern, in Anführungszeichen, zu Deutsch ellenlang, Anführungszeichen Ende, Klammer zu, lässt sich in der künftigen Hauptstadt Krakau zum polnischen König krönen und kann so den 1138 zerfallenen Staat wieder vereinen. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts herrschten im Land mehr als ein Dutzend voneinander unabhängige Herzöge. Der mächtige Fürst Wladislaw machte sich zum Fürsprecher einer Wiedervereinigung Polens unter der Bedingung vollkommener Selbstbestimmung und vereinigte die Teilreiche zum sogenannten Großpolen. Und da haben wir noch ein Bild. In der in Anführungszeichen Deutschordens Apokalypse, Anführungszeichen Ende, wird der Kampf zwischen dem Deutschen Orden und den in Polen ansässigen Stämmen zu einem Endkampf stilisiert. Hört sich ja fast an wie ne, so ein Buch, ne? Ja, in Klammern, Miniatur, 14. Jahrhundert, Klammer zu, der Endsieg, ne? Ja. Andere dürfen das deutsche Wörter benutzen, aber wenn das Deutsche selber benutzen, ist das Nazi-Rechtsextrem, muss verboten werden. Ja, wir finden ganz dumme neue Wörter, nur damit wir nicht mehr Deutsch sprechen müssen, weil das Linke und Zionisten so möchten, Kommunisten, Sozialisten und Zionisten. Ja, wer sich als Volk das bieten lässt, der ist mächtig und absteigen lässt. Weiter geht's mit 1321. Dante schreibt in Anführungszeichen göttliche Komödie, Anführungszeichen Ende. Nach 10 Jahren vollendet Dante sein Hauptwerk in Anführungszeichen die göttliche Komödie, Anführungszeichen Ende. Ein allegorisch lehrhaftes Gedicht in 100 Gesängen, das er in toskanischer Mundart verfasst. Noch zu Lebzeiten begründet es Dantes Ruf als visionärer Dichter und Gelehrter. Bis heute zählt die in Anführungszeichen
die göttliche Komödie, Anführungszeichen Ende, zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. In Anführungszeichen die göttliche Komödie, Anführungszeichen Ende, ist dem allegorischen Sinn des Mittelalters nach die Darstellung des Weges, der die sündige Seele zum ewigen Heil führt. Vergil als Verkörperung der Vernunft leitet durch Hölle und Fegefeuer. Im Paradies übernimmt Beatrice die Führung. Ob Beatrice, der Dante mit 9 Jahren erstmals begegnet sein soll, eine historische Person oder Fiktion ist, bleibt umstritten. Wegen seiner Kritik am Papst musste der vormals angesehene Dante ab 1302 ein Wanderleben führen. Und da haben wir noch ein Bild dazu. In dieser Szene aus Dante Alighieris, in Anführungszeichen, göttlicher Komödie, Anführungszeichen, Ende, reden Dante, Virgilio, in Klammern, Vergil, Klammer zu, und Cato miteinander, während eine Barke mit einem Engel und 6 Seelen anlegt. In Klammern Miniatur, 14. Jahrhundert. Was unten drehen sie sich auf der einen Seite und unten legt die Barke mit den Engeln an. Jetzt haben wir es ganz drauf, das Bild. Ein bisschen drehen. Und dann kommen wir zum nächsten. Nochmal 1321, Schutzbrief für Kölns Juden. Ja, immer extra Wurst, ne? Gegen die Zahlung von erheblichen Abgaben nimmt Köln seine jüdischen Mitbürger in den Schutz. Beginnend mit dem Fest der heiligen Mutter Maria und für die festgeschriebene Dauer von 10 Jahren sollen Juden als Mitbürger behandelt und mit, in Anführungszeichen, Leib und Leben, Anführungszeichen Ende, sowie mit, in Anführungszeichen, Hab und Gut, Anführungszeichen Ende, in die Obhut der Stadt genommen werden, wobei sie sich auf einen erzbischöflichen und auf einen städtischen Schutzbrief berufen können. Die Stadt verspricht, die Juden weder durch Belastungen noch durch Vorschriften in ihrer persönlichen Freiheit und ihrem Vermögen einzuschränken. Im Verlauf des 14. Jahrhunderts entwickelt sich die Gemeinde in Köln zu einem Zentrum des deutschen Judentums. Das jüdische Viertel besteht aus etwa 90 Häusern und Hofstätten, in denen rund 800 Menschen leben. Zwischen der Südseite des Doms, dem Altermarkt, der Marktpforte und der Kirche St. Laurenz gelegen, bildet das Viertel topografisch gesehen das Herz der Stadt. Sogar das Rathaus liegt inmitten des jüdischen Wohngebiets. Den Mittelpunkt des jüdischen Lebens bilden die Synagoge und die umgrenzenden Gemeinschaftsbauten, wie die Bäckerei und das Hochzeitshaus. Hier spielt sich das gesamte Gemeinschaftsleben ab, das vor allem von einem Rat aus 12 Rabbinern geleitet wird. Zu den Pflichten des Rats zählen richterliche und fiskalische Tätigkeiten, darunter die Festsetzung der Steuern der Gemeindemitglieder. Tja, und das ist das Problem, was ihr immer habt. Ihr kriegt immer extra Rechte zugebilligt, extra Schutz, alles immer extra, extra, extra. Und dann baut sich natürlich bei den anderen die Frage auf, warum ist das so? Warum kriegen die immer alles extra? Tja, denkt mal drüber nach. Und das kann Antisemitismus, wenn die Leute dann anfangen, drüber nachzudenken. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Der jüdische Dichter Süßkind von Trimberg mit Judenhut, in Klammern Miniatur aus der, in Anführungszeichen, manessischen Liederhandschrift, Anführungszeichen Ende, frühes 14. Jahrhundert. Ja, aber da muss ich mal die Zone ein bisschen hervorheben. Da gab es nicht solche Sonderrechte, ist mir zumindest nicht bekannt. Und das aber auch keiner irgendwo, da war das gar kein Thema. Nur in der neuen freien deutschen Bundesrepublik, wo ihr diese Sonderrechte in großem Maße genießt, da gibt es natürlich wieder Aggressionen. Weil die Leute sich sagen, warum wird ein Aufhebens gemacht, wenn jemand von euch ein Problem bekommt mit Arabern? Da wird uns alle Nase lang dran erinnert. Und vor allen Dingen, wenn dann mal Deutscher ausrastet, noch viel schlimmer. Aber wenn Deutsche einer nach dem anderen gemessert werden,
versucht man es eher noch unter der Decke zu halten, damit die Moslems keinen Generalverdacht bekommen. Ja, denkt mal drüber nach. Und das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Das sind die ganz normalen Emotionen in Menschen, die entstehen, wenn sie merken, da ist irgendwas nicht gerecht. Und ihr wollt diese Kritik unterbinden, indem ihr jeden des Antisemitismus, diesem neu geschaffenen Begriff, irgendwann im 19., 20. Jahrhundert, den ihr euch ausgedacht habt, um Sonderrechte zu beanspruchen, Sonderschutz und so weiter, die ihr dann als solche bezeichnet. Ne? Nee, das sind nur einfach Kritiker an den Sonderrechten, die ihr genießt in jedem Land, wo ihr euch niederlasst. Und das ist euer Problem. Und ihr wollt es einfach nicht begreifen. Das ist das Problem. Ihr schreibt den Leuten vor, wen sie wählen dürfen, wer Ministerpräsident wird. Wenn jemand Ministerpräsident wird, der euch nicht passt, dann wird sofort geschrien von euren ganzen Räten und Persönlichkeiten. Und schon ist der Mann wieder weg. Ja. Weiter geht's. 1323, 24. Mansa Musa pilgert nach Mekka. Das ist das letzte heute. Der sagenumwobene Herrscher des afrikanischen Landes Mali, Mansa Musa, unternimmt eine pompöse Wallfahrt nach Mekka. Auf seiner langen Reise besucht er auch Kairo und macht sein westafrikanisches Großreich dadurch den Mittelmeeranrainern bekannt. Der seit dem Jahre 1312 regierende Mansa, in Klammern zu Deutsch Herrscher, Klammer zu, ist ein hochgebildeter Mann und engagierter Förderer des Islams. Ha. Seine Pilgerreise nach Mekka zeigt, dass er den Beinamen in Anführungszeichen der prunkvolle Anführungszeichen Ende zurecht trägt. Ägyptischen Chroniken zufolge begleitet den Herrscher ein Gefolge von 60.000 Dienern. Jedes seiner 80 Kamele ist mit 300 Pfund Gold beladen, das er freigebig verteilt. Puh, schade, hätten wir mal dort sein sollen. Ja, gut. Und damit sind wir durch für heute. Wir sind also heute zeitlich zumindest wieder ein ganzes Stück weitergekommen als die letzten Male, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall sind wir schon weit jetzt im 15., im 14. Jahrhundert. Fast das erste Vierteljahrhundert ist schon durch. Und damit hoffe ich, dass hier wieder die ein oder andere interessante Geschichte für euch dabei war. Ihr wieder das ein oder andere dazu gelernt habt aus der Geschichte oder all das Wissen da aufgefrischt werden konnte und ich mit den Fakten, die ich einfach nur wiedergebe und ein paar kleine Anmerkungen von mir, Anregungen zum Nachdenken über die Geschichte, historische Ereignisse und Personen geben konnte. Und damit hoffe ich doch, dass das Video auch heute wieder gefallen hat, wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei VK.com als auch bei YouTube und Facebook. Und damit verbleibe ich wie immer mit, haltet die Ohren steif. Bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.